Hey und herzlich willkommen zurück hier bei Destroy All Humans. Ich musste jetzt die letzten Tage mit dem Aufnehmen ein bisschen aussetzen. Ich hatte zum Glück ein bisschen vorproduziert. Die sengende Hitze, man sieht es mir auch an, ich schwitze wie ein Schwein. Aber heute muss ich wieder ran, deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, mich hier in die grelle Sonne zu setzen und aufzunehmen. Unsere nächste Mission lautet Mr. Crypto Goes to Capital City und die wollen wir auch gleich starten. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gesehen. Und wir starten mit unserem kleinen Clown-Alien. Super. Damals. Mr. Crypto geht zur Hauptstadt. Business-Alien. Sieht gut aus. Ich bin schwerstens gespannt. Gab auch mittlerweile ein kleines Update, das hatte ich heute Mittag runtergezogen für das Spiel. Aber nur mit ein paar kleinen Bugfixes, Sound- und Video-Bugfixes. Also nichts Weltbewegendes. So, er lädt und lädt und lädt. Und er speichert. Ist das nicht seltsam? Ich habe Armquist observiert, um seine geheime Basis ausfindig zu machen. Aber stattdessen ist er hier zu einer zivilen Einrichtung namens Weißes Haus gekommen, um sich mit seinem Anführer zu treffen, dem Präsidenten. Ich wusste es. Armquist könnte nicht mal eine Armee von Ameisen befehligen. Spulen wir zu dem Part vor, wo ich die Party sprenge. Ich will, dass du dieses Weiße Haus aufsuchst. Finde heraus, was für ein Ort das ist und wie er verteidigt wird. Und vernichte dann alle Menschen. Schon verstanden? Nein, nein. Dann habe ich mir jetzt angestrahlt. Dringlichkeit vonnöten. Ein alter Opa. Ich einfach und schleiche dich ins Weiße Haus ein. Na gut, also wir schleichen. Oh Gott, ist mein Hosenstall offen? Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Das Ende ist nah. Es ist wirklich, wirklich nah. Erreiche unerkannt das Oktagon. Ach du Scheiße, okay. Und wenn man Hamburger was ist denn hier passiert? Richtig schnell braten und dann durch ein Fenster an Leute... Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Hals nicht in diesem Winkel festhängen sollte. Was, was ist mit denen hier? Oh Mann, ich hatte es gerade gewachst. Ich sollte mir einen Militärfuzzi suchen, glaube ich. Was war denn das? Ach, alter Wasser. Stimmt. Vielleicht oder kann ich froh sein, dass ich jetzt nicht Geld einstecken und nach Kalifornien fahren. Entdeckt worden bin. Ich hab's überhaupt ich nicht könnte es peilt, zum Star ey, schaffen, das weiß ich war. Einfach. Okay, ich bin beim Weißen Haus. Hier ist so ein sieht irgendwie nach Palast aus. Groß und inspiriert neoklassizistisch ich im Stil eines Herrensitzes. Niemand macht einen so guten Hackbraten wie meine Mary Lou. Ich kann eine Herde von menschlichen Wissenschaftlern im Weißen Haus ausmachen. Vielleicht hatten sie gerade eine Audienz bei diesem Präsidenten. Ich will, dass du ihre Gedanken scannst. Machen wir glatt. Das ist ja meine Herausforderung. Die Herausforderung wird es sein, einen von ihnen nachzuahmen. Lese so viele Gedanken wie möglich. Crypto, es kann sein, dass du Smalltalk machen musst und was? Konversation war ja noch nie so deine Stärke. Ich, blauer Reiter? Dieser Armquist wählt echt dämliche Losungsworte aus. Folge diesem Menschen, er hat etwas über Armquist gesagt. Die denken alle, dass ich verrückt bin. Ich weiß es. Mein Kopf sagt Rock Hudson, aber mein Körper sagt Cary Grant. Ob es wohl ein, zwei für den Preis von einem Rabatt für Filmstars gibt? Wenn mein Boss mir noch einmal an den Hintern grapscht, hau ich ihm eine rein. Richtig so. Als drauf. Oh, guck mal. Der Ape. So, was ist jetzt hier? Ich habe die militärischen Einrichtungen ausfindig machen können. Jetzt, da du das Losungswort hast, kannst du die Wachen davon überzeugen, dich hineinzulassen.
Wo denn? Warte mal. Heute ist ein guter Tag, um übermäßige Gewalt anzuwenden. Ach was. Jeder Tag ist ein guter Tag dafür. Das ist ein komischer Chaos. Halt. Dann nehmen wir halt die. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Wie sehe ich denn überhaupt aus? Er nur in unseren Flitterwagen. Crypto, fang ja keine Schießerei an. Die Brücke vor dir wird schwer bewacht. Du wirst dich hineinschleichen müssen. Obwohl jemand gemerkt hat, dass ich mich von der Truppe abgesetzt habe? Mir ist egal, was da steht, Earl. Ich sage dir, wir sind hier falsch. Was ist denn hier eigentlich? Scheiße, hier ist irgendwo so ein Typ. Aha, und wo? Genau hier. Siehst du den Roten? Wo ist denn der? Earl, das ist Ketchup. Ketchup? Von deinem Hotdog? Am Rand lang? Da ist er. So, jetzt. Mein Schleifer ist ein echt harter Brocken. Audie Murphy ist ein Weichei. John Wayne hingegen, das ist ein echter Mann. Ein echter Mann. Warte mal. Ich nehme mir noch mal einen hier mit. Mein Daddy hat im Weltkrieg gekämpft. Mal. Die hier alle mal ein bisschen verwirren kann. Zack. Das ist jetzt nicht gut hier. Verdammter Ausbilder, der mich aus der Eliteeinheit geworfen hat. Jetzt habe ich diese lahme Stationierung zugewiesen bekommen. Hier hinten rumgehen. Habe ich nur meine Waffe hingetan. Sie ist nicht im Holster und nicht in meinem Hosenbund. Was ist so ein Ding? Oh, in meiner Hand. Ist die kaputt? Nee, ich gehe mal hier außen rum. Ich will wirklich komplett unerkannt das Oktagon erreichen. Irgendwie kriegen wir das auch hin, oder? Ich will wie Sergeant York sein. Oder Gomer Pyle. Ist eine Drohne, die können wir mitnehmen. Ich wünschte, ich hätte meine Regenjacke mitgebracht. Andererseits kann ich schon eine Dusche gebrauchen. Nicht mit dem Universum. Hin und wieder spielt er aber Blackjack. So, was muss ich hier mit dem? Verwende das blaue Reiterpasswort. Das Losungswort ist blauer Reiter. Willkommen im Octagon, Sir. Der General erwartet Sie. Wie gut, dass ich aufgepasst habe. Schwören können, das wären alles Deutsche gewesen. Wenn ich nicht bald jemanden erschießen darf, drehe ich noch durch. Kannst du hier mal aufmachen, bitte? Danke. Versuche dich an Quiz zu nähern und mehr zu erfahren. Warum schaut Joe mich ständig an? Er kann es nicht wissen, oder? Wo muss ich denn hin? Da hoch. Mich hier außenrum irgendwo dran, oder? Eigentlich keiner mehr, oder?
Ja, wo soll ich denn hin jetzt? Dahin. Gut. Und deswegen hat der Präsident mich gebeten, einige Änderungen vorzunehmen. Änderungen? Keine Sorge, General. Sie behalten das Kommando über unsere Streitkräfte. Das habe ich bereits entschieden. Sie haben entschieden? Es ist nur logisch. Unsere Organisation verfügt über die Kenntnisse, die Spezialisten. Aber bislang waren wir nur eine staatliche Einrichtung mit begrenzter Wirkungsmacht. Doch diese neue Bedrohung erfordert ein radikal neues Konzept der nationalen Verteidigung. Von was zur Hölle reden Sie? Ich rede über ein neues amerikanisches Jahrhundertprojekt. Es ist endlich an der Zeit, die 5 Säulen unserer Verteidigungskräfte einer einzigen Befehlskette zu unterstellen. 5 Säulen? Army, Navy, Air Force, Marines und Majestic natürlich. Sie wollen mich doch auf den Arm nehmen. Dies ist der Beginn eines neuen Zeitalters, General. Und der Präsident wünscht sich, dass Sie die frohe Botschaft verkünden. Haben Sie den Verstand verloren? Glauben Sie, der Generalstab wird sich einfach so von Majestic schlucken lassen? Davon sollten Sie sie besser überzeugen. Von der Disco-Kugel hier, also mein Kopf ist die Disco-Kugel. Reden Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Warte mal gerade. Ja, Sir. Wir machen das mal so rum. Dann stört es euch nicht so. Hängt ein Faden, nervt auch. Tja, so. Sieh mal einer an. Majestic und die Armee liebevoll vereint. Ich hätte es wissen sollen. Gerissene Kerlchen. Du nimmst das etwas zugelassen, hm? Warum auch nicht? Ich denke nicht, dass es einen Unterschied macht. Ich hab dich nicht fürs Denken geklont. Und es könnte durchaus einen gewaltigen Unterschied machen. Wie auch immer, wir haben alles, was wir hier wollten. Kehre zu deinem Raumschiff zurück und melde dich umgehend auf dem Mutterschiff. Mutterschiff. Jetzt habe ich mich hier reingeschlichen, jetzt soll ich wieder gehen, oder was? Innerhalb von 2 Minuten. Offenbar sind die Menschen doch nicht so heillos dämlich, wie wir dachten. Dein Aufklärungsschiff wurde entdeckt. Ja, klar. Als würde ich darauf reinfallen. Ich meine es ernst. Los Hombres de Negros sind in diesem Moment dabei, das Raumschiff zurückzuerobern. Da muss ich wohl ein bisschen Gas geben. Töte Soldaten mit Sprengstoff. Die Verteidigungsmaßnahmen deines Raumschiffs erfolgreich hacken. Kehre zu deinem Schiff zurück und vernichte die Menschen. Aus dem Weg oder ich schieße durch dich. Ich hab... Das sollte ja hier eigentlich ganz gut gehen, oder? Leibstiger Kommunist! Die Regierung schafft es dir. Bis komm, Schleuder! Alles aufsteigen! Majestic hat die Verteidigung des Raumschiffs schon halb durchbrochen. Sie könnten sie vielleicht wirklich ausschalten. Na, geht's! Zum Tisch! Jetzt bist du, zeig mir, was du drauf hast. Weg da, oder es erwischt dich. Ist da wer? Sie kommt! Rennt um euer Leben! Außerirdischer! Haarlose Hamster! 34 Sekunden noch. Marsianer! Sie stehen direkt vor dem Durchbruch. Halte sie auf! Und zwar sofort! Hallo? Extraterrestrische! Hintern zu versäumen und Kaugummi zu kauen. Und ihnen ist das Kaugummi. Letzte Runde. Doch nichts wie rein hier. Hui. Mission erfolgreich. Naja, gut, das mit den Soldaten. Aber gut. Amerika unterwandert, Oktagon abgeriegelt, Suche nach kleinwüchsigen Spionen läuft.
kleinwüchsiger Spion. Oh Mann. Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein. Wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Ja, die Frage ist, ob ich jetzt wirklich mich... Gehirnextraktion. Könnten wir eigentlich auch mal anfangen hiermit, oder? Ja, komm. So, was haben wir hier? Cortex scannen. Ja, das brauchen wir nicht. Schub, 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 Schub. Sprint erzeugt eine kleine Schockwelle, die Feinde und Bodengeschosse zurückwirft. Sprint. Ich bin noch nie gesprintet, glaube ich. Wie sprintet man denn? Ist wieder so eine, das ist wieder so eine typische Aktion, ey. Wie sprintet man? Nein. Ich werde es rausfinden. So. Armquist versus the Furons. Neue Mission. Mission starten. Los geht's. Das gibt jetzt wieder einen Mörderkampf wahrscheinlich. Ich freue mich. Psi-Mutanten. Wenn ich da schon so einen Roboter im Bild sehe, dann... Oh. Habe ich jetzt schon wieder Spaß. Der Kriegsfürst Armquist ist auf dem Weg zu einem Treffen mit den anderen menschlichen Kriegstreibern. Seine Befehle sind, sie gegen uns zu vereilen. Keine große Sache. Ich schalte ihn einfach aus. Ja, aber dann wären die anderen immer noch am Leben. Armquist zu einem Märtyrer zu machen, wird ihren Widerstand nur verstärken. Na gut, dann werde ich die anderen wohl auch ausknipsen müssen. Folge Armquist zu diesem Treffen. Bin schon auf dem Weg. Es sieht so aus, als würde Majestic dieses primitive Abhörgerät benutzen, das heimlich auf den Dächern platziert wurde, um Armquist aufzuspionieren. Wir sind nicht allein. Er kann es nicht wissen, oder? Jetzt habe ich nicht sabotiere die Lauschposten. Ich könnte es mit denen da locker aufnehmen. Und mit ihm? Armquist entfernt sich von dir und dabei kann er sich nur in zwei Dimensionen bewegen. Hol ihn wieder ein oder er wird dir entkommen. Na komm. Ist da wer? Was ist hier los? Hilfe, euer Leben! Hallo? Redest du mit mir? Sie kommen! Kleine grüne Pygmäen! Ein außerirdischer... Antennenverbiegen, um Majestic zu behindern. Krypto, dein Vorausdenken überrascht mich. Sind sie jetzt weggefahren, oder was? Ah, nee. Ich hätte Antennen verbiegen müssen, noch optional. Na super. Das muss der Ort sein, an dem diese Wilden sich zu ihrem Kriegsrat versammeln. Die Wilden. Genau. Alter, ich geh kaputt. So warm. Nimm die Form eines menschlichen Kriegstreibers an und infiltriere Armquists Treffen. Setze dann deine Überzeugungskraft ein, um die anderen gegen ihn aufzubringen. Komm ich an den dran? Kriegsfürsten der Marine.
Kriegsfürsten der Marine. Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Läuft für mich. Ich liebe mein Land. Ich liebe unsere Flagge. Marschiert hier lang, marschiert da lang. Marschiert doch selber, ihr Wichser! Ich hätte doch zur Nationalgarde von Texas gehen sollen. Das wäre eine entspannte Dienstzeit. Mann! Wer hat mich da jetzt gesehen? Hinter mir irgendwo. Blöd.